Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal Kaffee mit Sashi. Das ist mein Kaffee für das heutige Video. Ich bin euer Sashi und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt euch euer Lieblingsgetränk an die Seite gestellt und folgt mir in der nächsten knappen halben Stunde durch dieses Video. Heute eine neue Ausgabe meines Formats Sashis Lieb, klar, Kuh. Und für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, weil sich das Ganze ein bisschen sperrig und ungehobelt anhört, Sashis Lieb, klar, Kuh steht für meine Filme, die ich euch vorstelle aus meiner Filmsammlung, für meine Lieblingsfilme. Filme, bei denen ich denke, das sind für mich wahre Klassiker und Filme, bei denen ich denke, das sind für mich Kultfilme. Und wenn alles gut läuft, dann vereint ein Film praktisch alles zusammen in eins, ist ein Liebling von mir, hat Kultfaktor und ist ein wahrer Klassiker. Mit vielen dieser Filme, die ich euch hier vorstelle, in diesem Format, verbinde ich tatsächlich irgendwas, kleine Anekdoten, Geschichten, ich erzähle sie euch dazu. Und heute in dieser Folge geht es weiter aus meiner Sammlung mit dem Anfangsbuchstaben F. Die anderen Buchstaben haben wir bereits abgekaspert sozusagen. Schaut mal hier bei mir auf meinem Kanal in die Playlist. Ich habe extra eine Playlist erstellt mit Sashis Liebklaku. Schaut mal rein, da sind die Buchstaben A bis E drin. Einfach mal schauen und heute machen wir weiter mit F. Vorweg ein Schluck, Prost auf euch. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ein Schluck Kaffee zum Anfang und wir starten mit einem absoluten, für mich, Kultklassiker Western, der nicht ganz so bekannt ist wie andere Westernfilme dieses Schauspielers, aber trotzdem bei mir einen ganz, ganz hohen Stellenfaktor hat, aufgrund seiner kompromisslosen Art und seines doch recht ungewöhnlichen Themas für das Western-Genre. Ich habe euch den Film schon mal im Mediabook vorgestellt. Hier ist auch ein Mediabook. Das heißt, wir starten heute gleich für alle Mediabook-Fans mit dem Mediabook zu Clint Eastwoods Ein Fremder ohne Namen. Dieses Mediabook von der Firma Cape Light. Ich bin ja immer nicht gewillt, irgendwie 30, 40 oder 50 Euro für einen Film im Mediabook auszugeben. Das kommt mir gar nicht in die Tüte, da warte ich, bis die Preise fallen oder bis es wirklich Mediabooks gibt, die dann günstig sind. Das Ding hier habe ich damals für 14,99 Euro mitgenommen. Es ist wirklich toll aufgemacht, finde ich. Müsst ihr mal auf meinem Kanal schauen. Ich habe euch das schon einmal vorgestellt, dieses Mediabook. Da sind wir schon einmal durchgeblättert. Und das musste ich einfach haben, weil Clint Eastwood ist einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich liebe das Western-Genre, ich liebe das Setting in staubigen Wüsten, die ungehobelte Rauheit von Männern und Frauen damals, dieses leicht unzivilisierte. Und wenn dann da noch eine ganz, ganz tolle Geschichte bei erzählt ist, mit großen Stars, die wirklich gut schauspielern, dann hat man mich schon gecatcht. Und genauso ist es hier bei Ein Fremder ohne Namen, in diesem wunderbaren Mediabook, Clint Eastwood hier hinten drauf. Ja, Ein Fremder ohne Namen hat ein recht ungewöhnliches Thema. Ein Fremder im Western-Genre hier, gespielt von Clint Eastwood, ohne Namen natürlich. Ein Fremder ohne Namen kommt in eine Stadt geritten und scheinbar hat er vor nichts Angst. Und ja, dafür haben die Bürger und Bürgerinnen dieses Dorfes umso mehr Angst vor irgendwelchen Banditen, die da demnächst aus dem Knast kommen und haben Angst vor deren Rache. Und nun soll der Fremde sie beschützen. Und er leitet diese feige Bande da an, nur um sich dann kurz vor dem Showdown dann doch zu, ja, zu verpieseln. Die Bürger sind erstmal auf sich selbst gestellt, aber am Ende greift er dann doch ein und es gibt eine überraschende Wendung, zumindest in der Originalversion, in der englischen. Die deutsche Synchronisation macht praktisch alles kaputt, was dieser Film aufbaut oder versucht darzustellen oder zu sein von der Handlung her. Ich möchte hier nichts spoilern. Schaut euch den Film an, wir sehen einen grandiosen Clint Eastwood, wir sehen ein tolles Setting, eine Westernstadt irgendwo an einem riesigen See gelegen, wir sehen kompromisslose Action hier, ich finde den Film ganz klasse, im Original heißt er High Plains Drifter und wie gesagt, ganz, ganz toll aufgemacht, mit einer Blu-ray dabei und noch einer DVD, eine Menge Infos, Text und so weiter und so fort. Ein Fremder ohne Namen, für mich einer von Clint Eastwoods besten, besten Western. Den stelle ich sogar für mich noch vor, für eine Handvoll Dollar zum Beispiel. Weil er einfach eine ganz andere, unheimliche, bedrohliche Atmosphäre hat und irgendwie nie so richtig weiß, woran man ist. Aber das ist auch Sinn und Zweck dieses Films, denn diese unheimliche Atmosphäre und man weiß nicht so recht, er ist sehr, sehr gefühlskalt, dieser Mann, sehr in sich gekehrt, noch mehr als in den anderen Filmen, die Clint Eastwood so im Western-Genre abgeliefert hat. Aber man weiß nie so richtig, worum geht's. Und wenn dann das Ende, das große Ende kommt und er sich offenbart, wer er ist, dann weiß man auch, warum er so ist.
Ich hoffe, ich habe euch jetzt für diejenigen, die den Film noch nicht kennen, so ein bisschen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Ein Fremder ohne Namen. Clint Eastwood, ganz, ganz toller Film. Und weil mir das Cover gefallen hat, weil ich ein Fan von Clint Eastwood bin, weil ich das Western-Genre liebe und weil ich Mediabooks zu erschwinglichen Preisen ebenfalls liebe, wegen dem Buchanteil und den darin enthaltenen Infos, habe ich mir dieses Ding damals geholt. Jetzt kommen wir zu einem Science-Fiction-Film, den ich 1997 zusammen mit meinem Bruder im Cinemax in Hamburg gesehen habe. Und wir waren, als der Film zu Ende war, absolut von den Socken gehauen. Wir waren einfach vollkommen überrascht, was man uns da für eine Art Film serviert hatte. Der Film war einfach bunt, der Film war grell, der Film hatte einen geilen Soundtrack, der Film hatte unglaublich große Bilder, der Film hatte spielfreudige Darsteller, der Film hatte Kostüme, die von Jean-Paul Gaultier entworfen sind, worden sind damals. Der Film hat eine Handlung, die irgendwie ungewöhnlich ist, und die Rede ist von dem Science-Fictioner Das fünfte Element mit Bruce Willis, der hier so gut aufspielt, wie ja zu seinen besten Stirb langsam Zeiten, und ich mich heute frage, was ist mittlerweile aus Bruce Willis geworden? Ganz ehrlich, wie kann so ein großer Star wie Bruce Willis praktisch so irgendwo im Nirgendwo versinken? Das will mir nicht in den Kopf. Hier ist er wirklich mit Spielfreude und Laune dabei. Das Ganze inszeniert von Luc Besson. Der Soundtrack ist von Eric Serra. Und wie gesagt, was ich sagte, es ist bunt, es ist schrill, es ist laut, es ist unterhaltsam, es ist witzig. Ein Chris Tucker spielt damit, ein Ian Holm spielt damit, eine Mila Jovovich spielt damit, ein Gary Oldman spielt mit. Das ist Star Power, dazu Action, kreative Einfälle am laufenden Band. Wo ist das alles heute? Warum bringt die Filmindustrie nicht mal solche Filme ins Kino und sagt, wir hoffen, dass daraus ein Klassiker wird? Warum werden irgendwelche Franchises immer weiter fortgesetzt? Na klar, die Leute rennen ins Kino oder streamen sich zu Tode damit. Würde ich auch so machen, wenn ich das Geld habe. Aber das hat auch etwas mit Anspruch der Zuschauer zu tun. Und ich habe langsam das Gefühl, der Anspruch der Zuschauer da draußen ist nicht mehr so hoch wie heute. Dieser Film, Leute, das ist so ein Film, den kann ich immer wieder gucken. Der ist wirklich für alle was. Also da ist Humor mit bei, ein bisschen Romantik auch zwischen Bruce Willis und Mila Jovovich. Science-Fiction, Action, Humor. Und wie gesagt, diese kreativen Einfälle. Ich habe es tatsächlich in dieser Deluxe-Edition mit zwei DVDs. Da ist Mila Jovovich, das fünfte Element. Und auf dem DVD ist Bruce Willis. Also für alle, die diesen Film noch nicht gesehen haben, sei euch ans Herz gelegt. Wirklich 2 Stunden super Unterhaltung mit unglaublichen Einfällen. Jetzt kommen wir zu 2 Filmen. Bei denen hätte ich mir gewünscht, dass es tatsächlich vielleicht nochmal eine 3. oder auch 4. Fortsetzung gegeben hätte irgendwann, weil die Filme mich einfach super unterhalten. Und die Rede ist von FX, Tödliche Tricks. Mit Brian Brown und Brian Dennehy und FX2, die tödliche Illusion, der einige Jahre später ins Kino kam, aber in Sachen Unterhaltung, Spannung und Thrill dem ersten Teil in nichts nachsteht. Ja, Brian Brown hier, der den Rowley Tyler spielt, ist in dem Film praktisch ein Experte für Special Effects beim Film. Und weil er so geile, grandiose Special Effects beim Film macht und darstellt, zustande bringt, wird die Polizei auf ihn aufmerksam und bittet ihn dabei, in einem Kriminalfall mitzuhelfen mit seinen Tricks. Und das Ganze läuft aus dem Ruder und dann geht es los, der Thrill, und Rowley schlägt zurück mit alles, was er in petto hat in Sachen Special Effects, um die Gauner in die Irre zu führen. Ungefähr gleich ist auch Teil 2 aufgebaut und ich kann nur dazu sagen, beide Teile sind hochspannend, hochamüsant und hochinteressant anzugucken. Wie gesagt, Teil 1, Tödliche Tricks, und FX2, die tödliche Illusion mit Brian Brown in der Hauptrolle, der den Rowley Tyler spielt. Brian Brown kennen wir unter anderem auch aus Cocktail mit Tom Cruise, und Brian Dennehy natürlich als Sheriff aus Rambo 1. Hier spielt er aber einen relativ netten Mann. Im Gegensatz zu dem Widerling aus Rambo 1. Also, wirklich, dieser erste Teil schnuppert so richtig, atmet die Luft der 80er Jahre. FX2 schnuppert die Luft Anfang der 90er Jahre. Beide im Doppelpack sind einfach toll, unterhaltsam und leben natürlich auch von dem Zusammenspiel der beiden Brians.
Brian Brown und Brian Dennehy sei jedem ans Herz gelegt, der so auch auf Filmtricks steht und Spannung und Thrill dabei, Kriminalfall. Ich habe euch jetzt gar nicht gezeigt, hier die Rückseite von dem ersten Teil, FX1, ist nicht so spektakulär. Die DVD ist ganz schlicht bedruckt, aber besser als gar nicht bedruckt, als wenn das hier nur irgendwie so eine silberne Untertasse wäre. Und FX2 habe ich tatsächlich mir damals geholt in dieser Action Kult Uncut-Reihe davon, die wollte ich damals komplettieren, aber irgendwann wurde sie dann eingestellt und deswegen ist da auch dieses Logo Action Kult Uncut drauf. Aber hin und wieder, wenn bei Rebuy mir aus dieser Edition Action Kult Uncut etwas über den Weg läuft für 1,50 Euro oder 2 Euro, ist das sofort meins, Leute. Es geht weiter mit einem wahren Filmklassiker, ein Schauerklassiker. Viele sagen, Horrorfilm, ja, was ist Horror? Muss man ja auch mal definieren. Ja, es ist so eine Mischung aus vielleicht Horror und Schauerfilm. Auf jeden Fall ist es eins nicht und das ist es. Slasher und Aufschlitzen, Ausweiden, kaputt verstümmeln, schmelzen lassen, irgendwas sondieren. Sondern jetzt kommen wir wirklich zu einem Film, der das ist, was ich gerne sehe im Bereich Schauer und Horror, nämlich eine grundlegend schaurige, unheimliche Atmosphäre, bedingt durch die Soundeffekte und dem unglaublich, wirklich schauerlichen Score von John Carpenter. Die Rede ist von dem Original The Fog, Nebel des Grauens, von John Carpenter. Tatsächlich gibt es ja ein Remake, das heißt auch The Fog, Film des Grauens für mich. Unglaublich, unglaublich, was heutzutage so produziert wird, wo wirklich Produzenten sagen, dafür gibt es ein Go. Ich meine, wie kann man sich an einem Klassiker wie The Fog vergreifen und denken, wir machen es besser? Nein, wir machen es nicht besser und ich glaube, viele Produzenten wissen auch bei Remakes heutzutage, dass sie es nicht besser machen. Sie wollen nur die Kuh noch ein zweites Mal melken für die Generation von heute. The Fog lebt einfach dadurch, dass wir nichts sehen. Also ein großer Nebel kommt und irgendwas ist in diesem Nebel. Und wenn dann die Gestalten aus dem Nebel kommen, dann sind es immer irgendwelche schattenhaften Umrisse. Wir hören irgendwelche Klopfgeräusche. Dazu dieser für mich beste Soundtrack von John Carpenter. The Fog, ganz, ganz grandios. Der untermalt das so richtig. Den gesamten Film, muss ich sagen, für mich auch wirklich einer von Carpenters besten Filmen. Ich meine, in den 80er Jahren und Ende der 70er stand Carpenter einfach für Qualität und man wusste, wenn man ins Kino geht, jeder Film von ihm unterhält und dann kam irgendwann scheinbar ein Bruch und ein Knacks. Also was ist mit John Carpenter irgendwann passiert, dass da nichts mehr war mit Filme oder Klassiker, dass man gesagt hat, der steht jetzt für Qualität. Höchst eigenartig. Ja, tatsächlich reicht mir das. Es ist die Extended-Version mit zwei DVDs. Wir haben dabei Special Features, wir haben ein super Innenleben, wir haben praktisch den Film und wir haben eine DVD mit Bonusmaterial, eine Menge, sehr interessant. John Carpenter selber hat übrigens auch einen kleinen Cameo-Auftritt in diesem Film. Dieser Film, ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt, absolut zu empfehlen für Leute, die auf Filme stehen. Unglaubliche Spannung, bedingt mit einem geilen Soundtrack dabei. Tolle Darsteller, unheimliche Atmosphäre und immer wieder kleine Schockeffekte. Wirklich, wirklich gut. Und nicht zu vergessen, dieses ganze Setting da in dieser Bucht mit diesem Leuchtturm und den Felsen. Grandios sieht das aus, ganz toll. Zwischendurch immer mal wieder einen Schluck von unserem Getränk. Vergesst das auch nicht. Trinken ist wichtig. Kurze Werbeeinblendung bei Kaffee mit Sashi. Leute, trinken ist wichtig. Trinkt Wasser oder Kaffee oder Tee. Das war die Werbeeinblendung. So, weiter geht's. Hab ich ablenken lassen von meiner Werbeeinblendung. Wir kommen jetzt zu einer kleinen Zeitreiseperle. Und das ist was für alle Fans von wirklich, die so stehen auf Filme im Sinne von Back to the Future 1, 2, 3. Wo man tatsächlich irgendwas mit Zeitreisen machen kann. Und auch die Gegenwart, die Zukunft verändern kann in der Vergangenheit. Und das ist jetzt eine kleine Perle, die fliegt oft unter dem Radar. Viele kennen sie nicht. Ist mit einem meiner Lieblingsschauspieler Dennis Quaid. Aber auch mit Jim Caviezel und die Rede ist von Frequency. Ein ganz, ganz toller Zeitspaß, Kriminal-Zeitspaß. Also es ist so ein Genre-Mix, muss ich sagen, zwischen Mord, Kriminalfall, Tod des Vaters, alles rückgängig machen. Also es ist unglaublich toll über Funk. Irgendwie bekommen die beiden Verbindungen zueinander. Also er ist der Sohn von ihm in dem Film und er ist allerdings irgendwann in einem Einsatz gestorben. Er ist Feuerwehrmann gewesen und über Funk
in seiner Gegenwart bekommen sie irgendwie im Kontakt zueinander, Vergangenheit und Gegenwart. Also er kommuniziert dann über Funk mit seinem Vater in der Vergangenheit, der dort lebt, und er lebt in der Gegenwart, und gegenseitig geht es jetzt los, dass er ihm Informationen darüber gibt, wie er stirbt, und gleichzeitig aber auch irgend so ein Mörder da rumläuft, den sie dann dingfest machen. Also das Ganze ist unglaublich unterhaltsam, mit tollen Einfällen dabei. Frequency, ein toller Mystery-Kriminal-Zeitreise-Spaß. Spannend, muss ich sagen. Ein bisschen was zum Mitdenken. Also das ist ja immer so oft so bei so Zeitreisegeschichten. Hier sehen wir die super bedruckte DVD. Klasse. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Flyer bei. Da ist aber nichts drauf, außer jetzt die Inhaltsangabe. Chapterlist, Kapitelliste und Bonusmaterialien. Jetzt kommen wir zu einem wirklich tollen Film, der auch schon ein Remake erhalten hat, das nicht einmal ansatzweise an das Original herankommt. Hier bei mir dreht es sich jetzt um das Original, und dieses Original lebt natürlich von den Darstellern, aber vor allen Dingen auch durch die handgemachten Effekte, die bis heute für mich nichts von ihrem Wert und ihrer Glaubhaftigkeit verloren haben. Die Rede ist von Fright Night, die rabenschwarze Nacht, und allein schon dieses Cover ist doch genial. Schaut euch das an mit diesem Haus, was so ganz, ganz normal aussieht, und da über dieser Vampir in den Wolken, dieses Vampirwesen. Wenn sie die Angst lieben, dann wird dies die Nacht ihres Lebens, und tatsächlich ist der Film unglaublich toll, atmosphärisch gehalten. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein Grusel-Klassiker irgendwie, wo man permanent irgendwelche Schrecken kriegt, sondern es ist Gruseln, es ist Spannung, es ist aber auch Humor dabei, muss man sagen. Vor allem, wenn Roddy McDowell auftritt, dieser Vampirjäger aus dem Fernsehen. Der Film hat wirklich tolle Effekte mit an Bord. Das ist für mich ein wahrer, also dieser Film vereint wirklich alles für mich. Das ist ein Liebling von mir, ein Klassiker und ein Kultfilm, muss ich dazu sagen. Die DVD geht gar nicht, das ist nix. Bedruckt nicht. Und auch hier haben wir, naja doch, wir haben ein paar Infos dabei. Mit Bildern in so einem kleinen Flyer. Sowas ist ja auch heute bei DVDs und normalen Blu-rays überhaupt nicht mehr der Fall. Man spart, wo man spart. Und wenn es nur an so einem Blatt Papier ist bei den Firmen. Naja, gut, mir geht es ja auch um den Film. Also Leute, nichts kommt gegen Fright Night, das Original, an, gegen die Atmosphäre. Ich habe ja das Remake mir auch angeschaut, habe das auch in der Sammlung gehabt. Und muss einfach sagen, es fehlt diesem Remake was praktisch allen Remakes in der heutigen Zeit fehlt, oder fast allen neuen Filmen: Atmosphäre und Interesse an den Charakteren. Das ist es, worauf die Filmmacher heute nicht mehr achten. Was nützt es mir, einen Horrorfilm anzuschauen, wenn ich mir vollkommen egal ist, was da für Charaktere mitspielen? Also zumindest der Hauptcharakter und noch so ein, zwei nebenbei sollten doch so ausgearbeitet sein, dass ich als Zuschauer sage, ich fieber mit dem mit. Und nicht, dass mir das egal ist. Gut, in der Freitag der 13. Reihe ist es natürlich so, dass es mit Absicht so ist, dass das immer so dasselbe Schema ist. Wir haben die Sexsüchtige, wir haben den Sexsüchtigen, wir haben den Nerd mit der Brille, wir haben das liebe Mädchen dabei, wir haben noch irgendwie so einen Typen dabei, der gerne mit irgendwelchen Sportgeräten rumrennt. Ja, die sind dann auch wirklich nur dazu da, um praktisch mit denen zu machen. Aber wenn ich solche Filme schaue, dann baut doch bitte eine Atmosphäre auf. Hier geht's ja nicht um Mord und Totschlag. Permanent, das ist kein Slasher, das ist kein Horrorfilm, wo irgendwas zerstückelt, erstochen, erschossen, aufgehängt wird, sondern das ist ein Schauerfilm. Und da müssen die Charaktere mich fesseln. Und das tun sie im Remake nicht mehr. Leute, dazu wird es aber demnächst ein neues Format hier auch auf meinem Kanal geben. Kann ich euch schon mal anteasern. Demnächst wird das neue Format starten, und es heißt Sashi quatscht über. Und da quatsche ich ganz locker über verschiedene Themen aus der Filmwelt, über alles Mögliche, was mir so in den Sinn kommt. Demnächst hier auf diesem Kanal. Jetzt kommen wir zu einem Film, den ich absolut super finde. Aufgrund seines B-Status, also es ist ein B-Movie, sagt man, aber ungeheuer gut gemacht ist, mit tollen Tricks und einem super Christopher Lambert dabei. Die Rede ist von Fortress, die Festung.
Und es geht praktisch um ein Setting in der Zukunft und da gibt es eine Regelung, dass keine Kinder mehr geboren werden dürfen und sie ist schwanger von ihrem Mann, Christopher Lambert. Das Ganze kommt raus und dann geht es in den Hochsicherheitsgefängnis Fortress, aus dem es keinen drin gibt und trotzdem schafft es Christopher Lambert in diesem Science-Fictioner, dem man sein geringeres Budget natürlich ansieht, aber das ist zum Beispiel so ein Film, wo ich sage, ein B-Movie mit Anleihen ans A-Movie-Genre. Also das ist nicht irgendwie so runtergekurbelt schnell und man sieht irgendwie, dass da ja kein Geld vorhanden war, sondern hier ist es wirklich so, dass das Ganze auch wirklich dann spannend gemacht ist. Das ist ein richtig guter B-Movie, das wollte ich sagen. Also es gibt schlechte, sauschlechte und obersauschlechte B-Movies und es gibt gute B-Movies. Und dieser hier ist ein guter B-Movie, ein guter Science-Fiction. Wer so auf Gefängnis, Gefängnisausbruch und Science-Fiction steht, ist hiermit gut beraten. Jetzt kommen wir zu einem traumhaften Film, zu einem Film, den ich mir sonntags nachmittags angucke. Das ist kein Film, bei dem ich sage, ich lache permanent, weil so ein Film ist es nicht. Aber es ist einer dieser Filme, wo man sagt, man hat permanent hindurch ein richtig gutes Gefühl und hinterher geht man beschwingt aus diesem Nachmittag raus, wenn man den Film gesehen hat und sagt, oh, das war so toll, am liebsten würde ich mir den nochmal angucken. Die Rede ist von Feld der Träume mit Kevin Costner, in dem es um diesen jungen Mann geht, der auf dieser Farm lebt, die wir hier auch sehen. Und auf einmal hört er eine Stimme, die zu ihm sagt, wenn du es baust, wird er kommen. Und wir Zuschauer wissen genauso wenig wie Kevin Costners Figur, wer da kommen wird. Er fängt dann tatsächlich an, seine Farm umzumodeln. Er baut eine Baseballfeld. Er baut ein Baseballfeld. Und auf einmal tauchen dann da irgendwelche Geister der Vergangenheit auf und spielen immer Baseball auf diesem Feld. Also die Nachbarn halten ihn für verrückt. Dann kommt noch so eine Art Roadmovie mit rein, weil er dem Ganzen auf den Grund geht. Wer wird denn da kommen, wenn er es baut? Mit an Bord ist hier auch James Earl Jones, die Originalstimme von Darth Vader zum Beispiel. Und ich muss sagen, das ist für mich einfach ein absoluter Gute-Laune-Film, der immer wieder in den Player wandert und mir gute Laune bereitet. Und ich sage, einfach klasse, so müssen Filme sein. Beschwingend, unterhaltsam, gut, wirklich toll. Toller Film mit einem jungen Kevin Costner. Jetzt kommen wir zu einem Franchise. Das habe ich auch schon auf meinem Kanal behandelt, nämlich alle drei Teile, müsst ihr mal hier schauen, habe ich auch gerankt. Und die Rede ist von From Dusk Till Dawn, Teil 1. Teil 2, Teil 3 und ich weiß, dass Teil 2 und 3 unter Fans immer diesen Status genießen. Boah, was für ein Mist. Leute, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich ist der erste Teil, den ich in dieser uralten Hartplastikhülle habe, absoluter Kult aufgrund auch seiner, jetzt geht das Cover raus hier, aufgrund seiner Darstellung auch mit George Clooney, und Quentin Tarantino dabei, den ultra geilen Sprüchen und den wirklich, wirklich tollen Effekten, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Films im Titty-Twister dann. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich abkoppelt von dem Film, kann man tatsächlich mit Teil 2, Texas Blood Money, ein Robert Patrick spielt da die Hauptrolle aus Terminator 2, kann man mit diesem Film tatsächlich auch Spaß haben. Er spielt natürlich lange nicht im Titty-Twister so viel. Der Titty-Twister spielt hier nur eine kurze Rolle. Es heißt ja aber auch nicht Titty-Twisters Franchise, sondern es heißt From Dusk Till Dawn. Es geht auch um Vampire. Aber man muss halt diese Erwartungshaltung irgendwie abstreifen, dass es hier genauso ist wie im ersten Teil, denn das ist es nicht. Es spielen komplett andere Schauspieler mit, es ist eine komplett andere Handlung und Teil 3 ist sogar für mich insofern noch spaßiger als Teil 2, als dass er dieses Western-Setting hat. Das erklärt nämlich, was damals passierte im Titty-Twister am Anfang, was der Titty-Twister eigentlich war. Und das ist ein richtiges B-Movie, aber auch mit tollen Effekten dabei am Ende und richtig cool irgendwie dargestellt. Vielleicht hätte man hin und wieder diesen Orange- und Gelb-Filter in der Wüste ein bisschen zurückfahren können in Teil 3. Aber mir machen alle drei Teile wirklich, wirklich ungemein Spaß. Achso, Teil 3 nochmal von innen. In Teil 3 erfahren wir dann übrigens auch, wie die Figur von Selma Hayek zu dem wurde, was sie ist. Guckt euch die mal an und gebt den Film eine Chance. Natürlich sind das B-Filme im Gegensatz zu Teil 1.
muss ich sagen. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Klassiker und es ist mal wieder ein Hitchcock-Film dabei. Und das ist mein absoluter Lieblingsfilm, Das Fenster zum Hof mit James Stewart und Grace Kelly in dieser, wie ich bereits schon einmal sagte, ultra hässlichen Hitchcock-Kollektion in Schwarz-Weiß gehalten, Schwarz-Weiß und Grau. Aber wenn man das Ganze sieht, der Film ist ja nicht schwarz-weiß, der ist in Farbe, aber wenn man auch das Ganze aufklappt, wird da so ein Schuh draus, weil das ist alles so gehalten und dann wird es irgendwie schon wieder cool, muss ich sagen, weil jetzt hier nicht irgendwie so ein Farbgedöns drin ist. Wir haben hier noch ein Booklet bei, mit wirklich auch Informationen zu diesem ganz, ganz tollen Film, in dem ein James Stewart, der den Jeffries spielt, ein Journalist ist und sich das Bein gebrochen hat und nichts anderes zu tun hat, als den ganzen Tag aus seinem Hinterhoffenster, aus seiner Wohnung, die Nachbarn in den umliegenden Wohnungen dieses Hinterhofs zu beobachten und dann denkt, er hat einen Mord beobachtet, sich aber absolut nicht sicher ist, aber sich das so zusammenreimt. Keiner will ihm glauben. Grace Kelly spielt seine Freundin Lisa. Die ist dann irgendwann auch überzeugt und nach versuchen sie auch weitere Leute zu überzeugen, was gar nicht so einfach ist. Und das Ganze ist einfach ein absolutes Meisterwerk von Hitchcock. Egal, ob das die Charakterbildung ist und Entwicklung, egal, ob es die Kameraführung und die Beleuchtung des gesamten Sets ist. Übrigens ein riesiges Set in den Universal Studios damals aufgebaut in einer riesigen Halle. Das Ganze ist also wirklich nicht zu einer Sekunde irgendwo draußen gedreht, sondern wirklich alles drin. Alle Wohnungen waren auch eingerichtet. Und der Film auch an der Spannungskurve ganz genau weiß, wie er die Spannung anzieht. Vor allen Dingen dann zum Schluss hin, Das Fenster zum Hof. Mein absoluter Hitchcock-Klassiker, mein absoluter Liebling. Jetzt kommen wir zu zwei Filmen, bei denen ich sage, der erste Film basiert auf wahren Begebenheiten von der Figur her und der zweite ist eigentlich dann nochmal irgendwann nachgeschoben worden und die Rede ist von French Connection Teil 1 und 2. Hier haben wir praktisch Teil 1 und es geht um den Drogenfahnder Doyle, Popeye Doyle, gespielt von Gene Hackman in einer seiner allerbesten Rollen. Und tatsächlich kommt dieser Film French Connection so rüber, als wäre es ein Dokumentarfilm. Ein Drogenfahnder, dem vielleicht irgendwie so ein Journalistenteam beigetreten ist und ihn permanent begleitet. Ja, ab und zu wackelt die Kamera hin und her. Wir sehen ganz viel Ermittlungsarbeit und ich muss sagen, Gene Hackman in einer seiner besten Rollen, zusammen mit einem Roy Scheider an seiner Seite, das alles basiert wirklich auf Tatsachen. Teil 1, wie er einen Drogenbaron aus Frankreich, der jetzt in Amerika absteigt, verfolgt, dingfest machen will. Teil 2 basiert dann nicht mehr auf Tatsachen, ist nachgeschoben, aber wer sich den entgehen lässt, der verpasst für mich Gene Hackmans bessere Rolle noch als in Teil 1. Denn hier erfahren wir dann oder sehen wir, wie Popeye Doyle, der Drogenfahnder, den Gene Hackman hier spielt, gefangen genommen wird von dieser French Connection und drogenabhängig gemacht wird. Und ein Gene Hackman so zu sehen, wie er dann nachher auch eine Überdosis kriegt. Das ist nochmal Teil 1 mit Originalfilm und der Bonusdisc dabei. Das ist schon unglaubliche Schauspielkunst und unglaublich realistisch dargestellt, wenn er drogenabhängig ist, eine Überdosis hat. Er wird wieder zurückgeholt von seinen Polizeikumpels und sich nach und nach wieder aufbaut, aber unglaublich schwach ist. Leute, French Connection für mich, wahre, wahre Klassiker. Jetzt kommen wir zu einem Film. Wieder ein Gefängnisfilm, möchte ich sagen. Ich stehe auf Gefängnisfilme. Ich habe ihn in einer unglaublich hässlichen DVD. Da würde ich mir mal wünschen, dazu mal ein Mediabook. Das würde mich interessieren, weil es auch dazu eine Unmenge geben müsste an an Hintergrundmaterial und Informationen, weil es halt auch wieder auf einer wahren Tatsache beruht, nämlich die Flucht aus Alcatraz mit Clint Eastwood. Und erzählt wird die Geschichte von Frank Morris, der tatsächlich mal von der Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco geflohen ist und man bis heute nicht weiß, ob er das überlebt hat oder nicht. Damals ist der Film wird wirklich gut erzählt, wie Frank Morris zusammen mit zwei Mitgefangenen, Mithäftlingen eine Flucht plant und dann an die Ausführung geht, indem sie sich aus Gipsköpfen bauen mit Echthaar, die sie dann immer in ihre Betten nachts legen, damit sie im Tunnel forschen können, wie sie rauskommen. Dann graben sie sich durch ihre Wände irgendwie so große Löcher, nehmen die Lüftung raus, den Lüftungsschacht und verkleiden das immer auch mit Gips. Also wenn das wirklich so war, muss ich wirklich sagen, dieser Ausbruch, war das ein absolutes Meisterstück eines Ausbruchs. Und ich finde es einfach erstaunlich, wie man als Zuschauer
mit einem Kriminellen wie ihm mitfiebert, dass dieser Ausbruch gelingt. Unglaublich. Ich meine, man fiebert als Zuschauer mit einem Kriminellen mit, der sich was zu Schulden hat kommen lassen, auf Alcatraz einsitzt. Und trotzdem bangen wir immer, oh Gott, hoffentlich schafft er das jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wirklich spannend inszeniert, aber in dieser wirklich hässlichen Edition. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich diesen Film so sehe, wenn das damals wirklich so passiert ist, dass da keiner von irgendwelchen Wachen mit eingeweiht war und das nicht mitbekommen haben will, dass drei Männer sich da Nacht für Nacht über Monate hinweg irgendwelche Wände durchbohren und sich Gipsköpfe bauen. Gab es damals keine Zellendurchsuchung, keine gründlichen, niemals irgendwie, höchst seltsam. Höchst seltsam. Jetzt kommen wir zum letzten Film in meinem Format Sascha's Liebklaku mit dem Buchstaben F. Und da kommen wir zu einem, wie ich finde, dem besten Mittelalterfilm. Einem der besten Mittelalterfilme. Es gibt natürlich noch mehr. Aber dieser hier ist unglaublich, unglaublich intensiv, unglaublich kompromisslos, auch was die Brutalität und Gewalt angeht. Weil natürlich auch Paul Verhoeven dafür auch bekannt ist in seinen Filmen. Die Rede ist von Flesh and Blood mit Rutger Hauer und einer ganz, ganz jungen Jennifer Jason Leigh. Und der Film war lange Zeit tatsächlich auch indiziert. Er ist jetzt wieder frei. Uncut Edition steht vorne drauf. Allein schon das Cover ist auch grandios mit unseren Dreien hier. Und ich muss sagen, dieser Film ist wirklich, wirklich intensiv. Brutalität dabei. So war das Mittelalter. Die Pest wütet überall. Wir sehen alles. Wir sehen Kämpfe. Wir sehen aber auch wirklich ein bisschen deftige Erotik dabei. Wir sehen Gewalt, wir sehen Auseinandersetzung zwischen Männern, wir sehen ja eigentlich alles, was scheinbar damals im Mittelalter so an der Tagesordnung war. Flesh and Blood, einer für mich, wie ich finde, besten Mittelalterfilme. Hier ist eine komische, weiß ich nicht, Werbung drin für irgendein Computerspiel, was mich nicht interessiert. Und da haben wir eine bezaubernde Jennifer Jason Leigh und Rutger Hauer. Also für alle, die auf Mittelalter stehen und tatsächlich auch ein bisschen auf deftige Einlagen mit Schwertern und noch mehr und wirklich auch Blut. Aber auch, wie gesagt, erotische Szenen dabei. Dem sei dies hier empfohlen. Flesh and Blood, ein ganz, ganz toller Film. So Leute, das war Sascha's Liebklaku mit dem Buchstaben E und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare hier unter dem Video. Was sind denn so eure Lieblinge, Filmklassiker oder Kultfilme mit dem Anfangsbuchstaben E aus eurer Sammlung? Wenn es jetzt darum geht, die Buchstaben E noch weiterzuführen, wird es hier wahrscheinlich noch unendlich gehen. Ich habe noch diverse Filme mit E in meiner Sammlung und wenn es darum geht, noch Filme zu benennen, die noch nicht in meiner Sammlung kommen sollen, wird es noch weitergehen. Dann wird das hier eine Endlosschleife werden, Leute. Jetzt freue ich mich, wie gesagt, auf eure Kommentare. Ich sage Tschüss, bin weg, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Sascha. Ciao.